Ich bitte nun Frau Mathea Truppiner, Absolventin dieser Schule und ihres Zeichens Landesschülerinnen und Landesschülervertreterin der Berufsschulen Oberösterreich, zum Mikrofon. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Frau Magister Hummer, sehr geehrte Frau Bundesrätin, Frau Magister Dr. Winzig, sehr geehrter Herr Landesschulratspräsident Enzenhofer, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrter Herr Kirchberger, liebe Schülerinnen und Schüler, ich darf Sie als Schulsprecherin der Berufsschule Attnang und als Landesberufsschulsprecherin sehr herzlich begrüßen. Schüler der vierten Klasse zeigen Ihnen nun Spotlights der Lehrerausbildung. Wir möchten alltägliche Situationen aus dem Leben eines Lehrlings aus unserer Schule sozusagen ins Scheinwerferlicht stellen. Begleiten Sie nun unsere Tina auf ihrem Weg durch die Lehre. Wir beleuchten ihre Motivation, Perspektiven, Ziele, aber auch Probleme und Schwierigkeiten. Was sagt die Gesellschaft und wie stehen österreichische Betriebe zur Lehrausbildung? Wie ist die allgemeine Situation der Lehrausbildung? Welche Rolle übernimmt dabei die Berufsschule? Kommen Sie mit, wir bringen in die Erfahrungswelt unserer österreichischen Lehrlinge ein bisschen Licht und in die Schule ein bisschen Rhythmus. So, jetzt bin ich wieder hier. Hier in der Berufsschule Attnang. Toll ist sie geworden, die Berufsschule. Ganz neu, ganz anders. Das vierte Jahr komme ich schon hierher und bald habe ich es geschafft. Ich muss nur mehr die vierte Klasse abschließen. Und meine Tage als Lehrling im Betrieb sind auch schon gezählt. Dann bin ich eine voll ausgebildete Produktionstechnikerin. Ich bin froh, dass ich mich damals für diese Lehre entschieden habe. Auch wenn meine Eltern anfangs eigentlich gegen diese Lehre waren. Ach, mein liebes Töchterchen, wieso willst du gerade eine Lehre beginnen? Geh doch in eine höhere Schule. Du bist doch schlau. Aus dir soll mal was Besseres werden. Wir als österreichischer Betrieb sind auf Lehrlinge angewiesen. Für unseren hochspezialisierten Produktionsbetrieb benötigen wir auch besonders qualifizierte Facharbeiter. Die Lehrausbildung ist für uns ein Weg, diese Facharbeiter auch wirklich zu bekommen. In Österreich wurden letztes Jahr insgesamt 131.676 Lehrlinge ausgebildet. Davon waren 65% Burschen und 35% Mädchen. Über 250 verschiedene Lehrberufe werden von österreichischen Firmen angeboten. Die Berufsschule Attnang bildet davon 5 Lehrberufe aus: Maschinenbautechnik, Metallbautechnik, Metallbearbeitungstechnik, Stahlbautechnik und Produktionstechnik. Es war am Anfang gar nicht so einfach. Ich allein unter so vielen Burschen. Ich bin lange Zeit das einzige Mädchen in meiner Abteilung gewesen. Da muss man sich manchmal ganz schön auf die Beine stellen. Aber bald haben auch die Jungs gemerkt, dass auch Frauen etwas von Technik verstehen können. Ich habe sogar den Herbert bei seinem Nachzipf in mechanischer Technologie beim Lernen geholfen. Immerhin sind wir jetzt schon 2 Mädels. Und auch in der Berufsschule haben sie jetzt nach dem Umbau sogar einen eigenen Waschraum für Mädchen. Wenn ich daran denke, wie meine Eltern reagiert haben, als ich ihnen sagte, ich möchte Produktionstechnikerin werden. Was? Spinnst du? Produktionstechnikerin? Warum wirst du nicht Friseurin oder Bürokauffrau, wie deine Freundinnen auch? Willst du dich unbedingt dreckig machen? Techniker, das ist doch nur was für Männer, aber doch nicht für Frauen und schon gar nicht für dich. Gerade wir als metallverarbeitender Betrieb haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass technisch interessierte Frauen den Männern um nichts nachstehen. Ganz im Gegenteil, eine Durchmischung beider Geschlechter führt zu besserem sozialen Zusammenhalt, zu mehr Wohlbefinden und letztendlich auch zu besseren Leistungen im Betrieb. Der Frauenanteil an der Berufsschule Attnang liegt derzeit zwar nur bei 10%, aber in den letzten Jahren ist dieser Prozentsatz kontinuierlich gestiegen, sodass wir auch künftig mit einem höheren Anteil an Frauen rechnen können. Was mir am meisten gefällt an der Lehre,
Ich verdiene mein eigenes Geld. Und das bedeutet für mich Unabhängigkeit. Früher hatte ich oft Streit wegen ein paar Euros mit meinen Eltern. Das ist nun vorbei. Ich verdiene nicht schlecht und kann mir sogar mein eigenes Auto kaufen. Wenn ich da an meine Freundin denke, die Friseurin lernt. Liebe Tina, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ich bin schon wieder blank. Du hast es gut in deinem Beruf. Du verdienst viel besser als ich. Ich finde das sowieso ungerecht, dass wir Friseurinnen viel weniger verdienen als Technikerinnen. Die Lehrausbildung kostet unseren Betrieb Geld. Die Lohnnebenkosten beispielsweise sind um ca. 50% höher als beim fertigen Facharbeiter. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind viel strenger. Trotzdem setzen wir auf die Lehre, wegen der bewährten Kombination von praktischer Ausbildung im Betrieb und theoretischer Ausbildung in der Berufsschule. Eine Modernisierung der Berufsschule bedeutet natürlich auch eine Verbesserung der Ausbildung. In Österreich verdienen Lehrlinge in typischen Männerberufen noch immer mehr als Frauen in typischen Frauenberufen. So erhält ein Lehrling nach dem Kollektivvertrag der Metallindustrie im ersten Lehrjahr um ca. 31% mehr als ein Lehrling im Friseurgewerbe. Im dritten Lehrjahr erhöht sich dieser Prozentsatz sogar auf fast 40%. Mittlerweile sind meine Eltern stolz auf mich. Und in meinem Betrieb fühle ich mich auch ganz wohl. Und auch wenn ich die Lehre bald abgeschlossen habe, mit dem Lernen bin ich noch lange nicht fertig. Ich habe mich nämlich letztes Jahr für die Berufsmatura angemeldet. Da kann ich die Matura nachmachen. Und das neben der Lehre. Und das Beste, es kostet mich keinen Euro. Die erste Teilprüfung werde ich im Februar ablegen. Eigentlich hat mich ja meine Lehrerin im Politisch-Bildungsunterricht darauf aufmerksam gemacht. Liebe Schüler, bedenkt, nur wer sich weiterbildet, wird auf dem Arbeitsmarkt bestehen können. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernt ihr. Ich sage euch eins, Leben heißt Lernen. Wir als österreichischer Betrieb sind natürlich daran interessiert, dass sich unsere Mitarbeiter auch weiterbilden. Viele Weiterbildungskurse und Seminare werden von uns direkt organisiert und bezahlt. Denn wir haben erkannt, dass Investitionen in unsere Firma gleichzeitig Investitionen in die Mitarbeiter sind. Die Berufsmatura wurde im Jahr 2008 eingeführt. Heuer haben sich bereits 6.262 Lehrlinge auf Teilprüfungen dieser Berufsmatura vorbereitet. An der Berufsreifeprüfung für Erwachsene haben im Jahr 2009-2010 20.860 Personen einen Lehrgang besucht. Ja, wir machen eine Lehre mit Erfolg und mit Karriere. Schaffen alles, was wir wollen, was wir können, was wir sollen. Offen stehen uns alle Türen, die uns in die Welt rausführen. Wir erreichen alle Ziele, unsere Ziele sind gar viele. Doch mit Einsatz und viel Freude wird Erfolg uns nicht lang meiden. Denn wir sind aus hartem Holz, auf die Lehre sind wir stolz. Vielen herzlichen Dank den Mitwirkenden Tina Vogel von der Firma MIBA Sinter Austria GmbH in Forchdorf, Anna Mazanek, Martin Tremel und Manuel Dresler von der Firma MIBA Gleitlager GmbH sowie am Schlagzeug Robert Stallinger von der Firma Scharmüller GmbH in Vöcklamarkt und meinem Kollegen Josef Vorhauer, der diese Performance gestaltet und einstudiert hat. Vielen Dank. Applaus